Schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen DAF-Interview. Megatrends sind ja die sicherste Geldanlage der Welt, das sagen zumindest einige Experten. Ja, und im heutigen Interview, da zeigen wir Ihnen oder mit unserem Trendfolger Michael Proffe, wie Sie mit temporären Kursrückgängen viel Geld verdienen können und weshalb in den USA die Eisenbahngesellschaften die Anleger glücklich macht. Schönen guten Tag, Herr Proffe. Ja, wenn man bei uns in Deutschland den Namen Deutsche Bahn nennt, dann ist das meist in Zusammenhang mit Streiks, Verspätungen und einigen verärgerten Kunden. In den USA, da gibt es zwei Eisenbahngesellschaften, die aber zumindest den Anlegern ein Grinsen bescheren. Bei dem einen geht es um Union Pacific und hier konnte man ja in den letzten 25 Jahren viel Geld verdienen. Was hat es damit auf sich? Ja, schönen guten Tag, Frau Klar. Ja, das ist natürlich in der Geschichte der USA verankert. Ohne die Eisenbahngesellschaften wäre die USA natürlich nicht das, was das Land heute ausmacht. Das Land ist gigantisch groß und ohne die Eisenbahn hätte man die ganzen Güter nicht von A nach B bringen können, nicht von der Ost- zur Westküste. Und da gibt es zwei ganz große Unternehmen, wie gesagt, das ist die Union Pacific, über die wir jetzt gerade reden, die ist seit Anfang an dabei. Und wenn man sich die Entwicklung über die letzten 25 Jahre anschaut, dann sieht man schon, warum die Aktie, was ich immer sage, die sicherste Anlageform der Welt ist, wenn man natürlich auf die richtigen Aktien setzt. Denn das trifft natürlich nicht bei jeder Aktie zu. Hier sehen wir eine Entwicklung von 2.500%. Und wenn wir mal überlegen, wie viele Krisen wir in den letzten 25 Jahren erlebt haben, auch die große Finanzkrise und viele Börsencrash, letztendlich hat das diese Aktie nie geschadet, sondern sie geht ihren eigenen Weg. Weil ohne diese Bahngesellschaft in den USA würde Amerika gar nicht leben können. Das ist die Lebensader. Und solch eine Lebensader wird natürlich ständig weiter wachsen, dieses Unternehmen. Wenn wir ein Chartbild über die letzten 100 Jahre hätten, sowas gibt es leider nicht, aber solange existiert das Unternehmen schon, dann würden wir eine ganz andere Kursentwicklung sehen. Also so etwas Ähnliches können wir natürlich in Deutschland nicht sehen. Dazu ist Deutschland ein viel zu kleines Land. Und wenn die Deutsche Bahn an die Börse gehen würde, würde sie nie so eine Performance hinlegen, weil die ganze Basis dazu ganz einfach fehlt. Aber für einen langfristig orientierenden Anleger, der zum Beispiel ein Vermögen aufbauen will oder was für seine Rente tun will, sind solche Unternehmen immer alle erste Wahl. Das heißt also, nicht nur die letzten 25 Jahre, sondern im Prinzip die letzten 100 Jahre lief alles wie am Schnürchen. Aber wie sieht es denn jetzt mit der etwas näheren Zukunft aus bei Union Pacific? Denn kürzlich hatten wir ja auch hier eine kleine Konsolidierung gesehen. Ja, und das finde ich eigentlich immer sehr gut. In meinem Börsendienst habe ich die Aktie seit 8 Jahren und immer wenn es ein bisschen korrigiert, so wie wir das jetzt gerade sehen, das sehen wir jetzt gerade in dem nächsten Chartbild, da ist die Entwicklung über die letzten 2 Jahre. Da können wir sehen, dass die Aktie in den letzten 2 Jahren erstmal sich verdoppelt hat. Das ist also für einen defensiven Titel schon mal eine ganz große Hausnummer. Dann ist sie von 120 US-Dollar auf knapp unter 100 US-Dollar runtergekommen. Das ist auch ganz gut so, weil die Rutsche war vorher ganz schön heftig. Solche Konsolidierung nutze ich immer, um meinen Anlegern zu sagen, da könnt ihr jetzt zugreifen, weil da hat sich jetzt ein Boden ausgebildet. Die nächsten 20% sind schon mal sicher. Und wir werden in den nächsten 12 Monaten bei der Aktie so Kurssteigerungen zwischen 35% und 45% sehen. Aber wir denken ja sowieso langfristig, wir werden die Aktie ja weiter viele, viele Jahre behalten. Und für jemanden, der neu in so einem Wert einsteigen will, weil er von der Aktie überzeugt ist, sind solche Korrekturen immer ganz ideal, weil ich kriege die Aktie dann billiger. Und was will man mehr? Man kriegt da 20% geschenkt. Und wie gesagt, jetzt ist gerade ein idealer Zeitpunkt. Wir werden noch einige Wochen in dem Level um die 100 US-Dollar rumpendeln. Am Jahresende werden wir Kurse um die 125 sehen. Nächstes Jahr zum Sommer sehen wir dann Kurse um die 150 US-Dollar und dann geht es natürlich weiter. Herr Proffe, wir hatten eben schon angesprochen, es gibt zwei US-Eisenbahngesellschaften, die Sie überzeugen und die andere ist Norfolk Southern. Was kann man denn hier verdienen, wenn man in den letzten 25 Jahren investiert war? Ja, sehen wir eine ähnliche Geschichte. Die Charts, die gleichen sich fast. Die eine Eisenbahngesellschaft deckt die Westküste ab. Die Aktie, die wir uns jetzt unterhalten, Norfolk Southern, deckt die Ostküste ab. Wir sehen eine ähnliche Performance, hat in den letzten 25 Jahren 1.200% zugelegt. Auch hier war der Anleger, der langfristig orientiert war, bestens bedient damit. Immer wenn diese Korrekturen da im Laufe der Zeit drin waren, konnte man zugreifen, wenn man langfristig orientiert war. Man konnte natürlich solche Korrekturen auch benutzen, um effektiv mit Hebel zu arbeiten, zum Beispiel eine Option zu kaufen oder einen Optionsschein. Dann kann man diese Performance noch mal Vielfaches toppen. Aber wie gesagt, das ist etwas für langfristig Orientierte, die etwas für ihre Pension, für ihre Rente machen wollen. Die Amerikaner lieben übrigens diese Aktie. In fast allen Privathaushalten findet man solche Aktien. Beide Aktien zusammen decken den gesamten amerikanischen Logistikmarkt ab im Güterverkehr. Was Besseres kann man eigentlich gar nicht haben.
Herr Proffe, aber auch bei Norfolk Southern, da sehen wir seit dem Jahresstart, also seit 2015, eine eher sinkende Performance. Ist das jetzt hier ebenfalls ja eine Einstiegschance oder vielleicht doch lieber etwas, wo man Vorsicht walten lassen sollte? Nein, das ist definitiv eine Einstiegschance. Also solche Momente, wo das Tempo eher runtergeht, sollte man nie verkaufen, sondern genau hinschauen und sagen, wo bildet sich so langsam der Boden aus? Das sehen wir hier gerade bei der Aktie auch. Die verhält sich genauso wie die Union Pacific. Hier bildet sich auch gerade im Boden aus. Die Aktie hat ebenfalls in den letzten 2 Jahren 100% zugelegt. Für einen defensiven Titel ist das schon eine ganz große Hausnummer. Ja, warum hat die überhaupt so viel zugelegt? Na klar, hier wird sicheres Geld geparkt. Wenn es an den Börsen unruhig wird, werden ganz große Pensionsfonds, Vermögensverwalter etc., die parken auch hier nebenbei ihr Geld, weil das ist die sicherste Anlage, sein Geld zu parken. Die sehen natürlich so eine Historie über 25 oder 100 Jahren ebenfalls und wissen, dass das sicher ist. Und man sieht das auch an den Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen, wenn man die langen Zeit reinsieht. Hier wächst das kontinuierlich weiter. Und wie gesagt, hier ist es der Boden auch gefunden. Wir sehen jetzt Kurse so um die 86 US-Dollar. Hier sollte man jetzt die ersten Positionen einkaufen. Auch hier werden wir am Jahresende ungefähr um die 115 US-Dollar wieder liegen. Nächstes Jahr liegen wir im Sommer bei 125. Also eine bessere Investition gibt es einfach gar nicht. Wer da Angst vor Aktien hat, der sollte halt genauer hinschauen. Solche Aktien kann man ein Leben lang in seinem Portfolio haben. Und solche Momente wie jetzt gerade kann man übrigens auch benutzen, um den Hebel zu kaufen, einen Optionsschein. Das zeige ich dir in meinen Börsendiensten. Da kann man noch ein paar Prozente mehr mitverdienen. Dann sage ich besten Dank, Michael Proffe, unser Trendfolger. Bis nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. Dankeschön. Liebe Zuschauer, ich hoffe, auch Sie sind nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir uns neue Trendaktien anschauen, gemeinsam mit Michael Proffe. Bis dann.